Okay. Das ist etwas komisch. Eine Wache wie jede andere. Sieht aus wie die Wache neben ihm und wie die Wache neben ihm. Hä, komisch. Warum sehen die alle gleich Eine aus? Wache wie jede Oh, andere. halt. Haben die die geklont? Hä, ich kann's nur. Naja. Stark wie nie gesehen. Bauchmuskeln wie ein Brett. Sah er nicht den Schacht? Marschierwache 10, Violett 8. Was? Eine Wache wie jeder andere. Ja, Entschuldigung. Er trug Hüte aus Papier. Er ließ sich gern nackt anschauen. Was? Sie schnappten ihn in der Nacht. Rumstehwache 4, Braun 8. Ich habe das Gefühl, dass ich mir das merken muss. Verdammt. Und ich habe natürlich nichts zum Schreiben hier. Ich werde es abfotografieren. Denn ich bin ja erfinderisch. Okay. So. Dann, ja. Ich habe keine Ahnung, was ich damit tun muss. Hihi, guck mal, der kleine Vogel. Oh, ich glaube, dem werden wir auch noch begegnen. Was ist das denn? Auch eine Wache. Eine Mechanikerwache. Hoffentlich entdeckt sie mich nicht. Am Bett. Obwohl das auch dann unwahrscheinlich wäre, wenn sie keinen Bauplan vor der Nase hätte. Süß. Am besten, wir reden mal mit dem. Oh, Wer da? Entschuldigung. Was ist mit deinem Knie? Was ist mit eurem Knie? Habt ihr euch verletzt? Was? Ach, das alte Wurzelballverletzung. Einer der Jungs von den Marschierwachen hat mich kurz vor dem Tor weggegrätscht. Autsch. Meine Sehne hat sich aufgerollt wie ein Jojo. Ah. Au. Ja, seitdem ist mein Knie angespannt wie eine Sprungfeder. Aha. Okay. Könnt ihr mit eurem kaputten Knie dennoch Wurzelball spielen? Klar, aber die lassen mich nicht mehr. Ich trete jetzt so fest zu, dass niemand mehr meine Bälle annehmen kann. Der Letzte hat seinen Fuß verloren. Oh. Oh. Das ist aber nichts im Vergleich zu dem Kerl, der es mit einem Kopfball versucht hat. Oh. Ja, welcher von den vielen ist es wohl? Was ist denn mit den Basilen hier? Was baut ihr hier eigentlich? Das sieht aus wie ein Basil. Findest du? Oh, danke. Ich habe auch schon über einen Namen nachgedacht. Wie findest du? Pompadeus Reus. Zu dramatisch? Was ist mit all den anderen Basilen? Das ist schon fast eine ganze Armee. Für die habe ich mir noch keinen Namen überlegt. Aber Conroy wollte sie alle das Bataillon der Zerstörung nennen. Was? Frag mich nicht, ich finde es auch langweilig. Ich meine, wo bleibt da der Subtext? Ja, richtig. Das ist das Problem dabei. Alter, weißt du nicht, was da oben abgeht? Die ganzen Asposa leben in Angst und ihr baut hier diese Basilen. Ihr seid doch Arsch, Kinder. Hat jeder von diesen Basilen einen versteinernden Blick? Claro. Wenn ich das Teil erstmal gefunden habe, das man dazu einsetzen muss. Wir müssen ihn aufhalten. Was hast du gesagt? Ich sagte, wir müssen ihm was zum Geburtstag kaufen. Schon in Arbeit. Wir Wachen sammeln gerade alle Asp in einem Topf. Aha. Ihr wollt Conroy gemeinsam was kaufen? Anweisung vom Chef. Ja, schon klar. Wer ist euer Chef? Conroy. Conroy. Ah, ich wusste es. Da hinten hängt so eine komische Flagge. Ich habe so eine noch nie gesehen. Was bedeutet sie? Das ist die neue offizielle Fahne der Rechtschaffenheit. Abt Conroy hat sie selbst entworfen. Oh ja, ich erinnere mich. Kunst war ein Hobby von Conroy. Er war sehr kreativ beim Thema Foltermethoden. Schön, der wird mir immer sympathischer, der Typ. Warum gibt es jetzt eine neue Fahne? Asposien hat doch eine sehr hübsche. Die mit dem lächelnden Phosphos drauf. Keine Ahnung, er meinte irgendwas mit neue Ära, neue Fahne. Ich habe nicht zugehört. Die Wachen sind schon auch ein bisschen dumm, ne? Okay, danke für die Auskunft. Ich helfe doch gern. Okay. Es ist wirklich eine Maschine. Conroy schreckt einfach vor nichts zurück. Der. Warum habe ich ihn all die Jahre nicht durchschaut? Es bedeutet, dass Conroy entweder der brillanteste Lügner Asposiens ist oder ich einfach ein Riesenidiot. Nein, es lag an Conroy. Ach, du bist nur ein bisschen naiv, ne? Conroy will also die Weltherrschaft
an sich reißen. Anders kann man das, glaube ich, nicht ausdrücken. Kann ich den mitnehmen? Den brauche ich nicht zu streicheln. Maschinen fühlen nichts. Das weißt du doch gar nicht. Oh, kugelförmiges Bauteil. Das runde Bauteil liegt genau vor dem rechten Fuß der Wache. Kann ich das haben? Nein, das brauche ich noch. Glaube ich. Es liegt ganz zufällig vor dem verletzten rechten Fuß der Wache. Ganz zufällig. Okay, was gibt's hier? Conroy lässt hunderte von ihnen bauen. Richtig. Ich bin zu klein. Was soll ich denn schon ausrichten? Ach, auch kleine Menschen können die Welt verändern. Was ist eigentlich das hier? Das Bild der Mechanikerwache. Aber irgendwie sehen sie alle gleich aus. Okay, dann gehen wir jetzt mal da lang. Hier muss Laura langgelaufen sein. Ich wünschte, ich könnte wie sie über Dächer springen. Aber ich muss meinen Kopf benutzen. Okay. Hä? Ach was. Fiep. Das sind wirklich hirnlose Idioten. Und ich glaube, das ist der kleine Vogel vom Ladebildschirm, ne? Und die laufen einfach alle im Kreis wie die letzten Dödel. Okay. Wellensittich. Kann ich was? Nein. Okay. Wir reden. Wir schauen ihn an. Und dann reden wir mit ihm. Ach, wie putzig. Irgendjemand hat ihn wie einen kleinen General angezogen. Ah, klar. Was ist das? Eine Alarmglocke mit einem praktisch aussehenden Hämmerchen. Kann ich das mitnehmen? Ich will es haben. Ja. Oh, hoppla, kaputt. Ich muss Laura finden. Ach, was. Bricht schon kein Feuer aus. Passt schon. Hallo, Wellensittich. Oh, ein Wellensittich. Na, will der Piepmatz ein paar Körner? Für dich immer noch Sergeant Piepmatz. Aber zu Körnern sag ich nicht nein. Kann man dich denn streicheln? Du kannst mich mal an meinem Pürzel kraulen. Was ist denn ein Pürzel? Die Fragen stelle ich hier. Warum hältst du mich von der Arbeit ab? Piepmatz, Wellensittich, Conroy, Wachen. Wer bist du? Was tut ihr denn hier? Meine verdammte Pflicht! Wenn ich diese Deppen nicht in Ordnung halte, würden sie einfach stehen bleiben bis... Richtig. Ja, sie würden einfach stehen bleiben. Ah, ja? Ist der Job nicht ein bisschen eintönig? Manchmal wird's hier schon ein wenig einsam. Hey, Junge, du hast nicht zufällig einen kleinen Spiegel, den du entbehren kannst? Nein, wofür denn? Einen Bindstein vielleicht? Auch nicht. Ach, macht ja nichts. Dann putze ich mir heute Abend eben nochmal das Gefieder. Okay. Was? Okay. Ihr seid ein Wellensittich. Ah, super. Heißt das, ich kann fliegen? Ich meinte nur, dass das ein ungewöhnlicher Job für einen Wellensittich ist. Ja, nicht wahr? Ich habe als Gruppensittich angefangen. Keine schöne Sache. Hab meine Kameraden einen nach dem anderen fallen sehen. Oh, weia. Im Krieg? Nein, von der Stange. Kein schöner Anblick, das kann ich dir zwitschern. Kannst du denn auch ein Lied singen? Ich kann dir den Marsch blasen. Nein. Hey. Nein, ernsthaft. Besorg mir eine Trompete und ich beweise es dir. Ach, unsere alte Marschkapelle. Sergeant Piepmatz Lonely Hearts Club Band. Was hältst du denn von Conroy? Das ist ja dein Chef, ne? Ihr arbeitet für Conroy? Jawohl. Seit 2 Jahren schon. Und verdammt stolz drauf. Warum? Endlich mal einer, der für Ordnung sorgt. Nicht dieses Wischi-Waschi-Zeug ohne Todesstrafe. Ja. Mit persönlicher Freiheit und diesem ganzen Friedenskram. Ja, furchtbar. Kann ich verstehen. Ja, genau. Du arbeitest also gerne für Conroy. Keine Frage. Wenn die Basilen hier fertig sind, kehrt endlich mal Struktur ein. Mhm. Was hat Conroy denn vor? Na, wonach sieht's denn aus? Eine Party wird er bestimmt nicht schmeißen. Ja, er hasst Partys. Oh, Sekunde. Er will Asposien unterwerfen. Er will nur das Beste für die Leute. Leider wissen die Leute nicht immer, was das Beste für sie ist. Aber ich habe schon zu viel verraten. Was ist eigentlich mit meinen Körnern? Die kriegst du nachher? Die Wachen hier stehen unter deinem Kommando?
Du meinst diese Einheit von hochgeschulten Spezialisten? Ja, genau die. Feine Jungs. Jeder hat ein besonderes Talent. Nämlich? Zum Beispiel? Zum Beispiel die Mechanikereinheit, die absolute Elite. Ein paar von diesen Teufelskerlen können sich sogar allein die Schnürsenkel Marschwachen. Was diese Jungs wegmarschieren, solange kein Hindernis ihren Weg rollt. Mm. Wie zum Beispiel eine Tür. Oh mein Gott. Sind die eigentlich alle geklont, oder? Okay. Danke für das, Gespräch. Oh, wird nicht sentimental, Junge. Okay. Die Wachen. Puh, das war knapp. Ach, okay, die Wachen. Fast hätten sie mich gesehen. Okay, die Wachen sehen mich also. Aber was soll ich denn tun? Das Kristallsplitter würde bestimmt nicht essen, ne? Naja, dann könnte ich. Obwohl. Nein. Okay. Was gibt's hier? Noch irgendwas? Hm, die Aufgabe der Wachen ist es offenbar, den Fußspuren zu folgen. Und die Spuren führen im Kreis. Hi, ey. Nach einer inspirierenden Tätigkeit. Ja, aber hallo. Käfig. Ein Vogelkäfig. Ach was. Ein Hauptquartier. Ach genau, Entschuldigung. Tut mir leid, Sergeant Piepmatz. Der ist da festgeschraubt. Wegen Flitzpiepen wie dir. Der hat auch zu allem was zu sagen, ne? Was, wenn ich da draufschlage? Ja, und dann schreie ich. Hier bin ich, nehmt mich fest. Ach, ich hatte erwartet, dass er jetzt noch was sagt, aber okay. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Ach, nein. Fast hätten sie. Ich dachte, wir können da vielleicht irgendwie so im Kreis laufen und dann. Gibt es einen Grund, aus dem du dir ein Wachenbild. 10 Liegestütze. Ach, jetzt ist es lustig gefunden, was macht. Was? Alarmglocke, der Käfig, die Wachen. Aber sonst haben wir hier nichts. Abgebrochener Steg. Dieser Weg führt direkt in den Abgrund. Tja, das ist schade. Ich könnte es mir vors Gesicht halten. Welcher Idiot wird... Die zum Beispiel... Warum sollte... Okay. Ja, ne? Dann halt nicht. Hm. Zucker? Brauchen wir Zucker für den Kaffee? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay. Eine Kurbel? Können wir das kurbeln irgendwie? Das taugt nicht als Kurbel. Okay, das taugt nicht als Kurbel, oh Gott. Ich gehe nochmal nach da hinten. Weiß nicht, was ich tun soll. Hm. Fiep. Warum sollte ich das tun? Weiß ich nicht. Ja, ne? Das mache ich nicht. Warum denn nicht? Puh, fast hätten sie mich gesehen. Ich muss warten, bis das wieder... Aber das hat ja letztes Mal auch nicht funktioniert, ne? Dum-dum-dum. Fiep. Komm schon, nochmal. Na. Das war knapp. Fast hätten. Kannst du da nicht langlaufen? Warum nicht? Fast. Oh, das interessiert die doch gar nicht, ganz ehrlich. Das mache ich nicht. Was soll ich dann tun?
Turmwache. Das war doch jetzt geraten, oder? Hm. Tja, jetzt. Ah, stimmt, der sagt ja jetzt nichts mehr. Ich dachte, vielleicht können wir die irgendwie verscheuchen oder so. Hm. Gute Frage. Ja. Wisst ihr, was ich gerade mache? Ich speichere gerade mal. Einfach so. Zwischendurch kann man das ja mal machen. Und ja. Käfig. Kann ich den Käfig irgendwie abdecken mit der Notiz? Nein. Ist mein. Das macht. Okay. Kann ich da dagegen schlagen? Naja. Okay. Kann ich nochmal mit ihm sprechen? Darf ich noch? Machst du jetzt schon? Was gibt's? Okay, nein. Okay. Oh, wird nicht Sinn. Ha. Was soll ich dann tun? Vielleicht haben wir ja schon dieses Bauteil. Oh, Hämmerchen und Knie. Warum bin ich da nicht früher drauf gekommen? Dr. Robert ist da. Also, dann testen wir doch mal die Kniefunktion. Oh. Den Inbus, kann ich den mitnehmen? Ein Inbusschlüssel. Sehr praktisch. Ich will ihn haben. Kann ich das haben? Nein, das dürfen nur Mechanikerwachen benutzen. Und du siehst nicht aus wie eine Mechanikerwache. Ah. Ach so, tut mir leid. Kein Problem. Ich vergesse auch immer, warum ich hier bin. Aha. Ich könnte es mir vor welcher Idee. Oh. Mechanikerwache hier, Kumpel. Kann ich mir was von deinen Sachen leihen, Kollege? Absolut logisch. Ich lass mich doch nicht verschaukeln. Du bist doch eine der Aussichtswachen, die nie was zurückbringt. Verdammt. Nenn mir deine Mechanikerwachenkennung. Oh Gott. Was war's? Oh mein Gott. Ich muss kurz das Foto angucken, das ich gemacht habe. Aber welches davon war die Mechanikerwache? Lalalala. Komm schon. Oh, verdammt. Also, wir haben hier auf dem Foto steht Mechanikerwache, nee, Marschierwache 10, Violett 8 und Rumstehwache 4, Braun 8. Keine Ahnung, 0? Okay. Hey, Moment. Die Kennung hat 3 Teile. Klar, ich wollte gerade den 2. Teil sagen. Okay, Blau? Ah ja, das ist eine gute Farbe. Total unterschätzt. Und der 3. Teil? Jetzt wird's, spannend. 8? Hältst du mich für vollkommen bescheuert? Als wäre das eine Mechanikerwachenkennung. Ich kenn doch die Kennungen. Schön. Aber seine Schnürsenkel nicht allein zubinden. Wenn man mal mit Klettverschlüssen angefangen hat, kann man einfach nicht mehr aufhören. Hä? Du musst mir das doch nochmal anschauen. Ah, ich habe natürlich nur den hier, ne? Die brauchen wir Mechanikerwache. Ist das eine 4 oder eine 1? Blau 10. 4, blau 10, würde ich behaupten. Werden wir jetzt gleich rausfinden. Komm schon. Oh, halt, warte. Erst nehmen wir das mit. Das Ausrufezeichen. Das hölzerne Ausrufezeichen, das vom Schild abgefallen ist. Das ist bestimmt ultra nützlich irgendwann mal. 4, blau 10. Michael Kump,